So, Freunde, um das Ganze so ein bisschen anzuteasern, ne? Ich glaube, wir alle haben auf eine bestimmte Videoreihe sehr, sehr lange gewartet. Wir haben damals im Stream auf eine Sache reagiert. Also es war für uns, wie gesagt, im Stream einfach eine Tradition. Und es ist nichts Geringeres als Panthers. Digga, die haben ein oder zwei Jahre nichts mehr hochgeladen. Wir haben immer im Stream drauf reagiert. Dann gab es eine Zeit, wo die nichts mehr hochgeladen haben. Man weiß auch nicht, was da passiert ist. Wahrscheinlich intern ein paar Probleme. Und jetzt haben mir viele einen Link geschickt von euch auf Instagram, dass die wieder neue Videos hochladen. Und hier sieht man an der Stelle auch zwei Videos. Ich hatte vorgehabt, erstmal auf das erste zu reagieren, weil das ist ein Statement. Da haben die sich wahrscheinlich dazu geäußert, warum überhaupt so lange nichts mehr online kam. Weil wir haben uns selber gewundert. Es war eine krasse Reihe. Und es waren auch die einzigen, die so eine Art von Videos gemacht haben auf YouTube. Oder auf YouTube Deutschland. Deswegen, es war ein bisschen komisch, als sie nichts mehr hochgeladen haben. Und auf den oberen Teil des Videos werde ich wahrscheinlich dann in der nächsten Reaction drauf reagieren. Kommt aber tatsächlich dann auch heute. Also wenn ihr das Video gerade seht, schaut euch das zu Ende an und guckt euch dann das nächste an. Also ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Das Video geht 12 Minuten, das Statement. Mal gucken, was der Nick Hein uns zu erzählen hat. Der hat sich auch ein bisschen verändert von der Optik, ne? Muss ich sagen. Also Bart ist gekommen, also dieser mexikanische Bart, unten aber sehr, sehr lang. Deswegen, mal gucken, was uns zu erzählen hat. Wir waren ja jetzt eine ganze Weile weg und ich möchte das Video nutzen, um euch zu erklären, warum. Und wie es jetzt mit dem Panthers weitergeht. Du bist ein... Was zum Teufel? Digga, genau das brauchen wir, ich schwöre. Ich hab das so vermisst, ne? Ich will eine Antwort von dir. Mami! Und das, schon mal gesehen oder gehört? Ich will Pionier, wir kämpfen für die Kinder der Erde. Habe ich es nicht verstanden? Ihr habt heute ein Date? Ich schwöre, genau das brauchen wir wirklich mehr. Also wir brauchen, guck mal, ich habe es wirklich vermisst. Ich weiß, die meisten von euch, die es gerade auch schauen, haben es auch vermisst. Genau das brauchen wir, Digga. Das ist dieses Format, was einfach mehr gebraucht wird. Warum kommt die Sonne gerade so in mein Gesicht? Es gab ja im Internet einige Gerüchte, warum wir weg waren. Unter anderem, dass wir von oben eins auf den Deckel bekommen hätten. Und das ist leider teilweise wahr. Aber nicht der eigentliche Grund. Dennoch möchte ich euch nicht vorenthalten, was damals passiert ist. Wir haben ja im Jahr 2021 unsere letzte Folge gedreht. Panthers 10, beziehungsweise die erste Folge der Einhorn-Crew. Also da muss ich sagen, das hat mir nicht so gut gefallen. Also ich fand die anderen Pedohunter-Dinger, wo die wirklich ein Treffen vereinbart haben, versteckte Kamera aufgebaut haben, mit dem ganzen Team sich in dem Haus versteckt haben und dann den pedomäßig konfrontiert haben, das fand ich am geilsten. Dieses über Telefon, über Chat, ich habe das auch nicht mehr ganz in Erinnerung. Ich weiß nur, dass die letzte Folge, die wir uns angeguckt haben, nicht so gut war. So vom Konzept her. Das war einfach nicht so wie davor, weißt du? Und haben da einen ziemlich dicken Fisch geangelt. Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Aber aufgrund unserer Folge bzw. unserer Ermittlungen hat dann die Polizei ein bisschen genauer bei diesem Steuerberater nachgeschaut und wohl etwas gefunden. Denn der Steuerberater ist dann, nachdem wir ihn übergeben haben, direkt für 6 Monate in U-Haft gegangen. Das war natürlich ein riesiger Erfolg und wir wollten unser Möglichstes tun, um die Behörden zu unterstützen. Sind dann noch mehrere Stunden in Bochum geblieben, haben den Ermittlungsbehörden unseren USB-Stick übergeben, wo das ganze Beweismaterial, die Chatverläufe etc. drauf waren, so wie wir das immer machen, und haben uns natürlich angeboten für weitere Zeugenaussagen. Oder falls die Beamten mal in unsere Kameras gucken wollen. Das muss ich sagen, finde ich ein bisschen nervig, dass man halt, auch wenn man das dreht, ne, dass man bei der Polizei dann alles abgeben muss. Das heißt, sie werden erstmal alles kontrollieren. Wenn da irgendwas nicht korrekt ist, muss das rausgenommen werden oder darf nicht verwendet werden. Das finde ich ein bisschen nervig, aber andererseits auch ein bisschen verständlich, weil am Ende des Tages will die Polizei ja sehen, was da genau gemacht wird. Ne? Ich frage mich bis heute, ob die hinter der Kamera irgendeinem Typen da in die Presse gehauen haben. Das interessiert mich wirklich seit Jahren. Wir hatten es dann nach ein paar Stunden entlassen mit den Worten, man würde sich bei uns melden, wenn man noch was bräuchte. Man hatte ja unsere Telefonnummer und dann sind wir nach Hause gefahren. Dann haben wir unsere Folge produziert und dann gab es die große Überraschung, als lange nachdem die Folge schon veröffentlicht war, 3 Monate nachdem wir den Steuerberater der Polizei übergeben haben, stand dann die Kriminalpolizei der Stadt Köln bei uns vor der Tür im Namen der Bochumer Staatsanwältin und hat bei uns eine Hausdurchsuchung durchgeführt und unser gesamtes Equipment festgenommen. Digga, aber auch komisch, ne? Ich verstehe das nicht. Das Ding ist, die vertauschen, glaube ich, die Rollen. Also ich glaube, die verstehen nicht, dass die am Ende des Tages nur etwas Gutes tun und das Ganze öffentlich machen und damit das Ganze überhaupt auch Thema kriegt, da, weißt du? Damit das Ganze auch mäßig, sagt man,
Ja, hätte ich mal beim Deutschunterricht nicht geschlafen, damit das ganze Thema einfach relevanter wird, weil ich finde, das Thema geht einfach heutzutage so ein bisschen unter. Und die bringen das natürlich wieder öffentlich. Ich natürlich auch durch die Reactions und sowas. Und deswegen ist es ja eigentlich gut. Die hätten eigentlich bei diesem Pedo-Haus-Durchsuchung machen müssen, Digga. Deswegen, die vertauschen da, glaube ich, die Rollen. Da waren wir erstmal baff. Begründung, wir hätten wichtige Beweismittel zurückgehalten. Also die Beweismittel, die wir 3 Monate zuvor bereits angeboten hatten. Das ging aber dann noch weiter. Außer Devin wurde keiner von uns für das Gerichtsverfahren als Zeuge geladen. Und Devin wurde dann von der Bochumer Staatsanwältin, die ja auch die Hausdurchsuchung angeordnet hatte, fast gar nicht zum Fall selber befragt, sondern sehr eindringlich zum Thema das befragt. Also die Staatsanwältin wollte wissen, wie wir organisiert seien, wer wir denn eigentlich sind, wie das abläuft und so weiter und so fort. Das hat dann so für Unruhe im Gerichtsverfahren gesorgt, dass selbst die Verteidigung vom Steuerberater ein bisschen verwundert war, was denn jetzt eigentlich Gegenstand des Verfahrens wäre. Und dann hat die Staatsanwältin die Bombe platzen lassen und ihre, meiner Meinung nach, eigentliche Agenda preisgegeben. Sie hat dann vor allen Leuten Devin gefragt, warum er Mitglied bei so einer rechten Tyrannenbande sei. Digga. Junge, ich verstehe das nicht, ne? Also ich verstehe es wirklich nicht. Jeder normale Mensch, der sich die Videos anguckt, sieht ja, was deren Mission ist, was deren Aufgabe ist, was sie überhaupt machen wollen, was deren Ziel ist. Deswegen verstehe ich nicht, was daran so verwerflich ist. Ich finde einfach allgemein, in Deutschland wird dieses Thema pädophil sein und dieser Missbrauch an Kindern wird einfach zu gering gehalten. Im Sinne von, die Strafen sind einfach zu gering. Für mich, wenn es nach mir ginge, wenn ich jetzt Richter wäre, Bruder, ich hätte damit kein Problem. Der kommt vor Gericht. Ein Pädophiler stellt sich heraus, was er gemacht hat, es gibt Beweise dafür, zack, nehmen ihn direkt mit und hinter Gittern, lebenslänglich. Aber da habe ich das Gefühl, Digga, dass sie sich mehr auf die Sache konzentrieren, was sie machen. Wenn du zum Beispiel in Deutschland irgendwie Steuern hinterziehst oder keine Ahnung was, da kommst du gefühlt direkt rein, weißt du, da sind die halt direkt konsequent. Aber bei solchen Sachen, die eigentlich viel wichtiger sind, wird halt nicht durchgegriffen. Und deswegen gibt es diese ganzen Sachen auch, weil die Leute sich denken, ey, ich kann das doch machen, weil am Ende des Tages passiert mir sowieso nichts. Weißt du, ich meine, die Leute sind ja trotzdem auf freien Fuß. Deswegen fühlen sie sich am Ende des Tages auch so sicher. Und das Ganze endete dann damit, dass die Staatsanwältin beim Richter beantragte, dass Devin den Gerichtssaal verlassen solle, weil sie nicht wollte, dass das Ergebnis dieses Verfahrens dann von uns preisgegeben werden könnte auf YouTube. Bevor jetzt aber, ich sag mal, alle wütend werden, möchte ich euch beruhigen, dass die Bochumer Staatsanwältin nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, ist wahrscheinlich die Ausnahme und nicht repräsentativ für den Rest. Also wir haben in dem Jahr unserer Abwesenheit 5 weitere Fälle ermittelt. Und dabei ganz hervorragende Repräsentanten sowohl von der Polizei, der Staatsanwaltschaft als auch der Justiz, also Richter, kennenlernen dürfen. Da möchten wir ganz besonders die Vertreter der Justiz aus Krefeld hervorheben, die im Gegensatz zu der Bochumer Staatsanwältin unsere Beweismittel objektiv betrachtet haben, sie dann beweiskräftig verwertet haben und zu einer Verurteilung des Täters führen konnten. Das heißt, es gibt jetzt einen gefährlichen Triebtäter in Krefeld weniger, dank der Justiz. Und ein bisschen auch unsere Ermittlungen, würde ich sagen. Und an dieser Stelle möchte... Aber das ist doch schon mal ein Erfolgserlebnis, dass einer hinter Gittern gegangen ist. Der eine trinkt jetzt Chai hinter schwedischen Gardinen. Pech gehabt, aber so muss es auch sein. Dann eben auch direkt mit einem Gerücht aufräumen, das irgendwie so über die Jahre jetzt entstanden ist und das einfach unwahr ist. Wir haben in der Zeit, in der wir gearbeitet haben, größtenteils mit Beamten zu tun gehabt, die dankbar für unsere Ermittlungsarbeit waren. Und ich habe nie behauptet, dass die Justiz ihren Job nicht machen würde oder dass die Polizei ihren Job nicht machen würde. Das ist schlichtweg unwahr. Natürlich gibt es auch ein paar Neider in Uniform da draußen, die jetzt über jedem Kommentar hängen und sich nicht gewürdigt fühlen und neidisch sind. Aber ganz ehrlich, das ist uns egal. Das ist einfach unsere Art und Weise, unseren Beitrag zu leisten. Es gibt Leute, die kleben sich für den Klimawandel an Straßenkreuzungen fest. Ey, sobald ich das erwische, ne, sobald so einer von meiner Motorhaube ist, Bro, dann gibt es hier keinen, stehen Sie bitte auf oder können Sie bitte aufstehen. Ich werde den Typen an der Weste ziehen, dass er an der nächsten Straße steht. Junge, das kann doch nicht sein. Die kleben sich auf den Boden, Bruder, auf den Boden, auf ganz blöd. Und wir machen. Und deswegen, die Leute sind auch so provokant. Die kleben sich auf den Boden und sehen auch alle so ein bisschen provokanter aus. Außerdem sind wir der Meinung, dass die Polizei nicht überall sein kann. Auf diesem Prinzip beruht der Job der Ladendetektive. Und da sagt ja auch keiner, dass die Ladendetektive versuchen, bessere Polizisten zu sein. Das stimmt nicht. Ihr müsst uns einfach als so eine Art Online-Ladendetektive für Kindesmissbrauch sehen. So sehen wir das zumindest. Ja, ich sehe keinen Grund, warum wir nicht mit den Strafvermittlungsbehörden wie Polizei, Staatsanwaltschaft, Justiz koexistieren sollten. Kommen wir aber jetzt zum eigentlichen Grund unserer Abwesenheit. Das Format P*** ist einfach eine riesige Verantwortung. Wenn du P***
das machst. Und vor allen Dingen, wenn du es so machst, wie wir es machen, dann machst du in dieser Zeit nichts anderes. Wir haben selbst heute noch, über ein Jahr nach unserer letzten Folge, regelmäßig mit den Nachbeben unserer Folgen und unserer Ermittlungen zu tun. Wir sind in ständigem Kontakt mit Betroffenen aus den Folgen, die natürlich mit jeder Folge mehr werden. Wir haben regelmäßig mit... Boah, das kann ich mir vorstellen. Also man muss sagen, ne, wir alle wissen, wir haben die Folgen gesehen. Und allgemein, wenn jemand so ein bisschen schon mit diesem Thema in Verbindung steht, mit Videoschneiden und keine Ahnung was, der kann zu 100% bestätigen, dass eine Folge von denen allein im Schnitt sehr, sehr aufwendig ist. Ne? Verschiedene Kameraperspektiven, Schnitte, hin und her, Musik und sowas. Also das ist schon sehr, sehr aufwendig. Ne? Und was ich mir auch vorstellen kann, ist halt, Bruder, das ist halt nicht dieses, die schreiben mal kurz für eine Folge mit jemandem, sondern die schreiben ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten, weil manche Leute antworten später, manche Leute antworten gar nicht. Also das ist halt echt so ein 24-7-Ding. Deswegen respektiere ich auf jeden Fall, was sie machen. Und ich denke, oder ich finde, man sollte das auch viel, viel mehr respektieren. Die Ermittlungsbehörden zu tun, dass wir zu Zeugenvernehmungen müssen. Selbst von Folgen, die Jahre schon zurückliegen. Wir sind regelmäßig als Zeugen in Gerichtsverfahren geladen, die wir natürlich losgetreten haben. Außerdem sind wir dafür verantwortlich, monatelange Ermittlungen beweistauglich zu archivieren, damit diese eben später auch vor Gericht verwendet werden können. Außerdem produzieren wir natürlich in eigener Sache. Und wenn ich sage produzieren, dann heißt das nicht nur die Videos auf YouTube hochladen, sondern wir filmen selber, wir schneiden selber, wir animieren selber und wir sorgen eben auch selber für unsere Ermittlungen. Das heißt, wir gehen ins Internet und sind präsent und sind dann eben auch in regelmäßigem Kontakt mit Pedokriminellen. Und das ist, glaube ich, die undankbarste Arbeit von allem und auch die, die unglaublich viel Zeit kostet, was sich die meisten Leute eigentlich gar nicht vorstellen können. Wenn du mit einem Täter schreibst, der natürlich erstmal Mist... Guck mal bitte, verkaufst du Bilder von dir. Überleg mal, durch so eine kleine eBay-Anzeige mit Job als Babysitterin, guck mal bitte, wie viele Pädophile sich melden. Also über Wochen oder Monate ein sogenanntes Vertrauensverhältnis aufbauen. Und das ist so fordernd, das können sich die meisten, glaube ich, nicht vorstellen. Wir haben Mitglieder gehabt, die in den Sack gehauen haben, die uns verlassen haben und gesagt haben, wir können das nicht mehr, wir können uns diesen kranken Scheiß nicht mehr anhören. Und die halt nicht mehr bei uns sind, weil sie diesen Druck nicht ertragen konnten, mit eben diesen Tätern zu schreiben. Ach so, okay, das heißt, dass die meisten auch aus dem Team quasi rausgegangen sind. Halt, weil sie damit nicht mehr klargekommen sind. Und hier sieht man auch, guck mal, die haben mit den Videos wirklich kein Geld verdient. Ne? Also guck mal, das hier heißt gar kein Geld, ne? Dass du gar kein Geld verdienst. Das heißt eingeschränkt im Sinne von, kann sein, dass da vielleicht ein bisschen was kommt an Geld, aber auch wirklich ganz, ganz wenig, ne? Also wirklich, das kannst du gar nicht mit dem richtigen Geld vergleichen oder mit der richtigen Monetarisierung vergleichen. Aber das ist schon echt krank. Und guck mal hier, es wurde entfernt, hier wurde es teilweise gesperrt. Das heißt, manche Sequenzen konntest du gar nicht angucken. Das ist schon Kelleck, Bruder. Dafür, dass sie so eine gute Arbeit leisten und auch was Gutes wollen. Weißt du, ich meine, deren Ziel ist ja etwas Gutes. Und das alles für ein Format, das immer wieder in der Vergangenheit blockiert, gebannt oder gebremst wurde. Dass wir das Ganze nicht monetisieren konnten, weil wir keine Werbung schalten konnten, war zwar schade, aber nie ein Grund für uns. Dennoch habe ich dann, nachdem die Produktionskosten sich immer weiter aufgehäuft haben und die Viewzahlen mehr oder weniger... Ich bin euch ehrlich, ne, zu dem Thema, er sagt ja selber, es hat die nicht gestört, aber ihr dürft am Ende des Tages auch nicht vergessen, ich wäre der Letzte, oder ich glaube, ihr werdet wahrscheinlich auch die Letzten, die ihm das irgendwie übel nehmen würden, wenn die Videos monetarisieren würden. Weil am Ende des Tages, Digga, da steckt so viel Aufwand hinter. Die stecken eigenes Geld rein für die Produktion. Dann ist es natürlich auch logisch, Digga, dass sie damit am Ende des Tages auch ihr Geld verdienen sollen. Ich selber habe mir mal gesagt, bei YouTube, ich habe ja damals auch angefangen, meine Videos zu machen, aber die waren nicht monetarisiert. Also ich habe keine Werbung geschaltet. Ich habe mir immer gesagt, so mäßig, sobald mich die Arbeit stresst, also im Sinne von, sobald du wirklich 24/7 im Kopf dabei bist und auch nur noch das machst und nicht nebenbei, sondern wirklich, wenn du dein Hobby zum Beruf machen willst, dann finde ich, sollte man damit Geld verdienen, weil es ist ja nicht so, als würde ich sagen, ey, ich mache mal hier kurz ein Video, zack, fertig und danach konzentriere ich mich auf andere Sachen, sondern ich lebe ja wirklich dafür, also es ist ja ein 24-7-Ding, versteht ihr, was ich meine? Und deswegen habe ich immer gesagt, ich will erst Werbung schalten, wenn das wirklich ein 24-7-Ding bei mir wird. Und jetzt ist es ja mittlerweile Gott sei Dank ein 24-7-Ding und deswegen verdiene ich dann dementsprechend auch mein Geld damit. Auf den jetzt kommt so ein richtig Billo-Argument, Ronaldo würde ja auch nicht gratis aufs Spielfeld gehen, ne? Weniger veräppt sind aufgrund diverser Ursachen, YouTube, dann einfach die Reißleine gezogen. Die Anforderungen an unser Team waren einfach nicht mehr verhältnismäßig und haben uns alle, insbesondere auch Lucy und mich, von unserem privaten Leben, unseren Familien und eben auch von unseren Jobs abgehalten. Und das war dann einfach, ja, einfach zu viel. Also, warum sind wir wieder da? Wir haben das Jahr der Abwesenheit genutzt, um akribisch an einer Lösung zu arbeiten, wie wir das Format retten können und trotzdem einen Weg finden können für uns, ohne Unterstützung von YouTube
weiterhin konstant arbeiten zu können. Und ich glaube, dass wir einen Weg gefunden haben. So, wir sind jetzt erstmal in Vorleistung gegangen und werden jetzt alle 2 Wochen bis zum 21. Mai jeweils eine Folge Doorhunters veröffentlichen. Okay, krass. Das sind jetzt deren Daten, wann die Folgen online kommen. Das heißt, wir können theoretisch, warte mal, am 23. April, in genau 5 Tagen, erscheint die erste Doorhunters-Folge, Folge 11. Also um 17 Uhr, ich denke, da könnte ich eigentlich live gehen, Digga. Also wie gesagt, haltet euch fest. 23. April würde ich höchstwahrscheinlich dann live kommen und dann schauen wir uns die Folge live gemeinsam an. Und Digga, das ist die Vorfreude. Das heißt, wir schauen uns die Folge genau wie damals live im Stream an. Und dann für den Verlauf von einem Jahr jeden Monat versuchen, eine weitere Folge rauszuhauen. Darüber hinaus dürfen sich unsere jüngeren Fans über ein neues Format, die Einhorn Crew Kids Folgen, freuen. In diesem Format werden Kinder und deren Eltern darüber aufgeklärt, wie sie sich vor Grooming und Missbrauch im Internet schützen. Okay, das ist dann quasi für Kinder, für kleinere Kinder einfach eine Folge zum Aufklären. Finde ich auch gut. Für mich persönlich wäre es nichts, weil ich bin auch kein Kind mehr, aber für die Kinder auf jeden Fall gut. Außerdem wird es noch 2 weitere Formate geben. Einmal Meet the Team, wo wir euch exklusives Backstage-Material zeigen und unsere einzelnen Teammitglieder vorstellen. Und die VR-Folgen, die wir Premium-Mitgliedern zur Verfügung stellen und gemeinsam mit euch auf Discord gucken. Ja, aber Nick, das ist ja viel mehr Arbeit. Wo ist denn da jetzt der gesunde Mittelweg? Da wir auch in Zukunft wahrscheinlich nicht auf die Unterstützung von YouTube hoffen können und keine Werbung schalten können, werden wir jetzt einfach eigene Werbung für unsere eigenen Dienstleistungen in unseren Folgen verpacken. Außerdem gibt es weiterhin die Möglichkeit, unsere Arbeit beispielsweise per Spende zu honorieren oder ihr könnt unser Merch von Old School Criminal kaufen. Wir finden, das ist ein fairer Kompromiss. Auch wenn wir keinen Cent mit YouTube verdienen, bleiben weiterhin alle unsere Folgen plus die Zusatzformate gratis. Und wenn ihr beispielsweise ein Business habt und einen Werbefilm braucht oder wenn ihr euch ein neues T-Shirt kaufen wollt, dann könnt ihr das von uns kaufen. Und wer das nicht möchte, kann die Folgen trotzdem sehen. Stark, also finde ich wirklich sehr, sehr gut. Also ich würde es denen auf jeden Fall auch gönnen, wenn die in Zukunft auch mit YouTube ihr Geld verdienen würden. Weil das, was die machen, Digga, ist A gut und B ist da so viel Aufwand hinter, dass man das eigentlich bezahlen müsste. Wisst ihr, was ich meine? Also, was könnt ihr in Zukunft erwarten? Zuallererst würde es erstmal alle unsere Fans freuen, dass wir jetzt auch auf Rumble sind. Das heißt, dass fast alle alten Episoden ohne Altersbeschränkung uneingeschränkt zu sehen sind. Außerdem habt ihr die Möglichkeit, auch unsere zukünftigen Folgen, sollten sie hier auf YouTube gesperrt werden, trotzdem auf Rumble ohne Einschränkung zu sehen. Rumble ist eigentlich das gleiche wie YouTube, nur in grün. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt heute noch Rumble runterladen, innerhalb von 1 Minute und unseren Kanal abonnieren und dann nie wieder irgendeine Folge der Panthers verpassen. Die Panthers-Folgen sind jetzt auch ein wenig knackiger geworden. Das heißt, dass wir schneller zum Punkt kommen. Das hat den Vorteil, dass die Folgen von Anfang bis Ende fesselnd, informativ und spannend bleiben. Außerdem sind wir jetzt auch auf TikTok und werden zusätzliches Material, das es jetzt nicht in die Sendung selber geschafft hat, in unseren Shorts veröffentlichen. Wir werden samstags vor dem das Folgen die Einhorn Crew Kids Folgen veröffentlichen, die euren Kleinen in einem alles entsprechenden Format helfen sollen, sich im Internet vor Tätern zu schützen. Außerdem werden wir euch an den Wochenenden zwischen unseren Folgen unsere Teammitglieder vorstellen. Dort bekommt ihr dann auch exklusives Backstage-Material und Geschichten, die ihr so in den Folgen nicht seht. Außerdem würde es die Möglichkeit geben, für Premium-Mitglieder exklusives Backstage-Material sowie VR-Folgen mit uns gemeinsam auf Discord zu gucken. Krawallpause. Die VR- oder Virtual Reality-Folgen sind mit einer speziellen Kamera gedreht worden, die euch die Möglichkeit geben, die Folgen so zu erleben, als wärt ihr live dabei gewesen. Außerdem habt ihr die Möglichkeit... Stimmt, das ist diese 360-Grad-Kamera. Du kannst dann komplett selber bewegen, wo du hingucken möchtest. Also das ist auch krass gemacht. Zusammen Folgen zu sehen und... Ja, wir werden auf jeden Fall eine gute Zeit gemeinsam haben. Bleibt auch jetzt noch dran und verpasst nicht die erste Folge von Meet the Team mit unserem Lockvogel Alex. Ein Mann, der wollte, dass sein... Ah, okay. Ich würde an der Stelle sagen, hiermit beende ich das Video, weil genau die Folge könnt ihr euch jetzt anschauen im Anschluss, weil auf die habe ich jetzt auch reagiert und ich bin gespannt, was uns da erwartet. Ich muss sagen, feedbackmäßig, ich freue mich sehr, dass Doorhunters wieder da ist und ich bin auf jeden Fall gespannt auf deren Zukunft, was da alles noch auf uns zukommen wird. Respekt und Gruß an die Jungs raus. Es war kein Deutscher, aber egal. Auf den heute heißt sie Ismail.